Punkt 6.9, Aufhebung des Punktes 8e des Stadtratsbeschlusses vom 7. Mai. Geht es um die Entscheidung über Verkauf und Bebauung der nicht von der Kita genutzten Teilfläche oder Nutzung dieser Flächen als öffentlicher Kinderspielplatz. Es gibt hierzu einen Änderungsantrag interfraktionell. Linke Fraktion, die Grünen. Möchte ihn jemand einbringen? Herr Schulte-Wissau. Sehr geehrter Erster Bürgermeister. Geht man nicht los? Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, hier gibt es nicht, im Stream. Es geht heute hier jetzt um den Verkauf eines Grundstückes, eines städtischen Grundstückes an der Uhlandstraße an einen Investor, der dort ein Haus bauen möchte. Das ist sehr schön. Die Verhandlungen mit ihm waren auch schon sehr weit fortgeschritten und es ist knapp fast zum Verkauf gekommen. Er hat sich schon sehr gefreut. Gleichzeitig aber, und das macht diesen Vorgang hier zu einem Sonderfall und ist nicht vergleichbar mit anderen Vorgängen, gleichzeitig hat der Stadtrat unter Umständen, aber auf jeden Fall letztes Jahr, diese Fläche für einen Spielplatz vorgesehen. Also der Stadtrat hat beschlossen, dass dort ein Spielplatz hinkommt. So, das heißt, der Investor hatte sich gefreut, aber die Eltern von dieser Kita haben sich auch sehr gefreut. So, dann ging ein Jahr ins Land und dann fiel quasi dieser Konflikt auf. Und dann haben Herr Lichti mit dem Investor gesprochen, ich habe mit den Eltern gesprochen, viele von uns haben mit den Eltern gesprochen, es gab Ortsbegehungen, es gab Ausschusssitzungen, es gab viele Gespräche und dann zeichnete sich ein Kompromiss ab. Ein Fünftel der Fläche zur Nutzung für die Kinder und vier Fünftel zum Bauen eines Hauses. Dann war eine Ausschusssitzung, dann wurde diese quasi Entscheidung auch politisch unterlegt. Der Ausschuss hatte dann gesagt, ja, die Verwaltung wird aufgefordert, A, zu prüfen, ob das geht und B, Verhandlungen quasi aufzunehmen, einmal mit der Elternschaft, einmal mit dem Investor. Und siehe da, auch da zeichnete sich ein Kompromiss ab, ein gütlicher Kompromiss. Ich habe dann mit den Eltern gesprochen, ich habe deren Maximalvariante quasi runterverhandelt, sie haben sich also dann mit weit weniger Fläche zufrieden gegeben. Dann ist es auch nicht so, dass die Kita das jetzt bauen soll und die Kita wird auch nicht erweitert, sondern es wird zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Am besten nicht nur für die Kinder und die Eltern der Kita, sondern für die Menschen dort. System Urban Gardening wäre ein denkbarer Weg oder dass der Investor quasi ein Nutzungsrecht ausübt. Das Blöde ist jetzt aber, dass im quasi letzten Ausschuss dann die SPD von der Stange gesprungen ist, die Stange scheint nicht so gut zu sein, und ist dann quasi, hat gesagt, nein, wir wollen das Ganze jetzt verkaufen, wir wollen 15% Sozialwohnung, das ist gut, da sage ich gleich noch was dazu. Aber das hat natürlich den ganzen Kompromiss kaputt gemacht. So, und da sind wir jetzt. Und jetzt haben Linke und Grüne haben den Ersetzungsantrag eingebracht, damit wieder diese Verhandlungsposition da ist. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, diese Fläche erst zu verkaufen, wenn das Problem gütlich geregelt ist. Also ein Fünftel ungefähr, wir reden hier über 200, 250 Quadratmeter. Wenn die zur Nutzung für die Kinder und für das Umfeld da zur Verfügung gestellt wird. Ich bitte Sie, lassen Sie uns das machen, das ist nämlich schön, das ist eine gütliche Einigung, das ist kein Konfrontationskurs von keiner Seite aus. Und ich lese viele Schreiben und ich habe vor allen Dingen die E-Mail gelesen, in der die Verwaltung gesagt hat, dass das prinzipiell geht. Und ich habe auch die Information, dass der Investor sich schon mal darauf geeinigt hat. Und die Eltern sagen auch, sie haben auch kein Problem damit, wenn sie die Fläche dort selber herrichten und bespielen. Ein Wort noch zu den 15% Sozialbindung, das wird ja jetzt bestimmt gleich gesagt. Wir haben uns in der Kooperation darauf geeinigt, dass wenn wir städtische Grundstücke verkaufen, dass wir sie nicht einfach schlicht des Mammons wegen verkaufen, sondern dass wir auch für die Nutzung danach eine, wenn auch geringe, aber dennoch eine soziale Ausgestaltung uns wünschen und dass wir das verknüpfen, verkaufen mit einer gewissen Nutzung. Und da ist quasi die 15% Sozialbindung, ist quasi die Größenordnung, die wir haben. Das ist das, was wir uns ungefähr vorstellen. Aber das bedeutet ja nicht, dass es ausschließlich dieses Modell geben kann. Und natürlich, zumindest für mich, ist die Nutzung
einer Teilfläche von 200 Quadratmeter, also ein Fünftel dieser Fläche, als Spielfläche, als Aufenthaltsfläche, als Grünfläche, ist natürlich auch eine soziale Nutzung. Das ist übrigens mal was sehr Innovatives, etwas, was man vielleicht sogar zum Modell ausbauen könnte, in Konfliktfällen. So, also, ich bitte Sie, gehen Sie in sich, es ist kurz vor dem Sommer, wir können jetzt noch mal was Schönes machen. Die Sonne wird scheinen 6 Wochen lang, wenn wir hier etwas im Sinne des Investors und im Sinne der Kinder tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. FDP, Freie Bürger, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, also so viel geschwindelt wie jetzt von meinem Vorgänger habe ich ja lange noch nicht gehört. Liebe Blockierer von der linken Seite hier, seit 2 Jahren macht ihr erfolgreich einen Griff in alle Kisten zu blockieren und irgendwas zu verhindern. Was heute geschieht, das ist der absolute Tiefpunkt. Ihr habt irgendwie das Denken ausgesetzt. Herr Schölder hat gestern so schön gesagt, ich denke, aber ihm spreche ich das ab, dass er denkt. Ich möchte das gerne begründen. Das muss ich an dieser Stelle sagen, Herr Lichti, Sie zitiere ich auch dann noch. Es wird nämlich von Ihnen gesagt, Sie hätten geäußert, wir können den Fehler doch nicht zugeben. Aber da komme ich dann noch drauf. Meine Damen und Herren, wir sind doch schon eine Weile dabei. Den Herrn Schulte-Wissermann nehme ich nicht rum, der ist erst 2 Jahre da, der lernt noch. Aber hier ist doch etwas abgelaufen. Ich bin schon viele Jahre dabei, 18 werden das jetzt. Und meine Damen und Herren, wir haben den Kindergarten dort oben und das ganze Gelände und die baulichen Fragen hatten wir alle geklärt. 2014 war die Ausschreibung erfolgt. Der Investor hatte den Zuschlag bekommen. Und eigentlich war alles gelaufen. Und dann macht unsere Verwaltung einen Fehler, den wir nicht bemerkt haben. Hier muss ich sagen, hier habe ich aufgetrieft. Aber das war ja nur die Spielplatzkonzeption. Und da habe ich nur meine Spielplätze im Klötzsche-Hellerau-Bereich angeguckt. Da habe ich einfach nicht überlegt, was dort oben so los ist. Aber es ist eine Konzeption und der Punkt E ist lediglich ein Punkt einer Konzeption und nichts Bindendes. Und jetzt versucht also unser Wünsch-dir-was-Trüppchen hier drüben, das einfach so, wird auch greifen wir mal rein, da verhandeln wir. Der Investor ist nicht zufrieden, was da oben geschieht und möchte seine Bauvorhaben, so wie er sie geplant hat, durchsetzen. Und das sind Bereiche, die vom Schall unwahrscheinlich übersetzt werden oder wir werden Schwierigkeiten haben. Ich würde die Linken wirklich bitten, Leute, nehmt doch mal eure Rolle als Stadträte richtig wahr. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber den Eltern. Sagt den Eltern die Wahrheit und schürt nicht irgendwelche Wünsche. Die Leiterin, die träumt jetzt von irgendwas, aber die scheint von hinten gesteuert zu sein. Dieses Wünsch hier, was muss irgendwie aufhören. Leute, und dann sage ich den Linken auch noch ehrlich, wollen Sie in Frage stellen, dass der Kindergarten überhaupt dann so in Funktion treten kann, wenn die keine Betriebserlaubnis kriegen? Durch die Schallschutzgutachten, dann sehen wir aber all das. Also korrigieren wir doch ganz schnell den Fehler. Und es hat Frau Biebers auch noch gesagt, mit ihren Worten möchte ich schließen. Sie hat auch gesagt, es gibt eine Menge andere Kindergärten, die auch viele Wünsche hätten. Aber dort hat man ordentlich mit den Eltern gesprochen und da hat es dann Kompromisse gegeben. Hier ist das Unfug, was ihr macht. Dankeschön. AfD-Fraktion, Herr Gielke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir reden hier über eine Sache, die eigentlich gar nicht mehr wirklich beredet werden müsste, weil es ist was ganz Wichtiges im Ausschuss gesagt worden. Und zwar der Investor wusste ganz genau, worauf er sich einlässt. Diese wichtige Frage habe ich auch mit Hilfe der CDU in Form einer Akteneinsicht überprüfen können. Interessanterweise waren außer mir nur ein weiterer Stadtrat da, der sich für diese Akten interessiert hat. Und ein Investor, der weiß, worauf er sich einlässt, braucht im Nachhinein nicht rumfänzen. Fakt ist, wir haben ein Problem mit dem Schallschutz, und zwar ein gewaltiges. Und Fakt ist, wir haben hier viel Geld in eine Kita gesteckt, und wenn die Betriebserlaubnis nicht kommt oder beziehungsweise entzogen wird, haben wir ein echtes Problem, da haben wir richtig viel Geld versenkt. Und das kann wohl nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Vielen Dank. Vielen Dank. CDU-Fraktion, Herr Dr. Reuter.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Rot-Grün-Rot wirkt. Meine Damen und Herren, Rot-Grün-Rot wirkt. Durch einen unbedachten und ungeprüften Stadtratsbeschluss im Mai 2015 sind leider falsche Hoffnungen geweckt worden. Ausgehend von der Fortschreibung der Spielplatzentwicklungskonzeption wurde am Tag der Beschlussfassung in einem Änderungsantrag als Tischvorlage ein zusätzlicher Punkt angefügt, nämlich die Umwidmung eines 10 Meter breiten Streifens eines Grundstücks als öffentlicher Spielplatz, übrigens von einem Baugrundstück mit insgesamt 25 Meter Breite. Und hier ist das Einzige, wo ich Herrn Fischer widerspreche. Es ist kein Fehler der Verwaltung gewesen, es ist Rot-Rot-Grün, was hier gewirkt hat. Man kann diesem Beschluss schon ein gewisses Maß an Heimtücke unterstellen. Niemand konnte überblicken, was da wirklich von der sogenannten Gestaltungsmehrheit beschlossen wird. Nämlich, wie wir heute wissen, ein ziemliches Chaos, sozusagen gestaltetes Chaos. Aber wenn es ein Mitglied der Chaosmehrheit will, dann muss es ja was Gutes sein. Das Grundstück, das in der Diskussion steht, war schon damals nicht als Kindertagesstätte verfügbar. Bereits 2014 wurde es von der Stadt zum Zwecke der Bebauung mit dem vorrangigen Ziel Wohnnutzung zum Verkauf ausgeschrieben. Können Sie alles verfolgen. Der Investor, der die Ausschreibung für sich entscheiden konnte, stellte die Bauvoranfrage, ein unterschriftsreifer Kaufvertrag wurde ausgehandelt, der Notartermin stand fest. Dann kam der Stadtratsbeschluss und alle weiteren Verhandlungen wurden ausgesetzt. All das hätten die Antragsteller von Linken, Grünen und SPD wissen können, wenn sie sich vor dem Stellen des Antrags kundig gemacht hätten. Haben sie aber nicht. Und das haben sie bis heute offensichtlich nicht gemacht. Das zeigten auch die Diskussionen in den Ausschussberatungen. Da wurde nämlich nach dem Stand der Verhandlungen und Planungen gefragt. Wir haben schon damals nicht zugestimmt. Wir sind auch jetzt nach ausgiebiger Diskussion und Gesprächen sowohl mit dem Investor als auch mit den Eltern zu dem Schluss gelangt, den Beschluss vom Mai 2015 aufzuheben und das Grundstück wie im März 2014 ausgeschrieben zu verkaufen. Die Kita verfügt bereits jetzt über ausreichend Freifläche, andernfalls hätte es nämlich gar keine Betriebsgenehmigung gegeben. Die zukünftige Bebauung wird noch für einen zusätzlichen Lärmschutz sorgen und vielleicht sollte man auch die jetzige Freiflächengestaltung der Kita überdenken. Die Zusage weiterer und zusätzlicher Freiflächen würde einen Präzedenzfall schaffen und Begehrlichkeiten bei anderen Kindertagesstätten wecken und das wollen wir nicht. Der sogenannte Kompromissvorschlag ist nicht gangbar. Zum einen ist der Investor entgegen anderer Aussagen nicht bereit dazu. Zum anderen wäre ein öffentlicher Minispielplatz an der Lauten-Reichenbach-Straße nicht sinnvoll, zumal wenige hundert Meter weiter der Beutlerpark mit einer neu gestalteten Spielanlage zur Verfügung steht. Wir haben das Engagement der Eltern vom Kleinen Globus sehr wohl zur Kenntnis genommen und danken den Eltern auch dafür, aber sie sollten unsere Entscheidung nicht als Entscheidung gegen den Kleinen Globus betrachten. Es ist eine Entscheidung, die wir nach Abwägung aller Interessen getroffen haben und dazu gehören eben neben den Interessen der Eltern auch die Unterstützung von Wohnungsbau. Es geht hier immerhin um die Schaffung von 2000 Quadratmeter Wohnfläche sowie die finanzielle Lage der Landeshauptstadt. Eine Nichtveräußerung würde auch geringere Einnahmen für den Eigenbetrieb Kita bedeuten. Die Flächen der Stadt, insbesondere in der Innenstadt, sind nun mal begrenzt und wir bemühen uns, alle notwendigen Nutzungen zu berücksichtigen und gleichermaßen die Innenstadt für alle gleichermaßen lebenswert zu gestalten. Wir freuen uns, dass zumindest ein Teil der Chaosmehrheit erkannt hat, dass der damalige Beschluss unbedacht und falsch war und dies nun auch korrigieren will. Wir bitten Sie, mit uns dem Bericht des federführenden Ausschusses zu folgen und dieses Trauerspiel zu beenden. Danke. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Natürlich, das Problem ist dadurch entstanden, dass die Stadtverwaltung in Form von Herrn Vorhans, so wie er es seit Jahrzehnten gewöhnt war oder seitdem er im Amt war, also schon sehr lange, einfach Grundstücke auf Teufel komm raus raushaut, verkauft, ohne jede Rücksicht auf irgendwelche stadtentwicklungspolitische, sozialpolitische oder sonstige Allgemeinwohlziele. Wir haben uns eigentlich als Rot-Grün-Rot verständigt, dieses Spiel nicht mehr mitzumachen. Das steht auch so in der Kooperationsvereinbarung. Und von daher kann sich eigentlich keiner wundern, wenn wir dort auch andere Ziele uns vorstellen und auch dann mit unserer Mehrheit im Stadtrat durchsetzen. Und genau das ist im Mai 2015 geschehen. Und jetzt kann man diese Debatte, das wird ja wieder von Herrn Reuter, Herrn Fischer gehe ich gar nicht ein, am besten von Herrn Reuter wieder viele Dinge gesagt worden, die im Grunde eigentlich reine Nebelwerferei ist. Weil schlicht und ergreifend, es geht einfach um die ganz einfache Frage, sind wir bereit, tatsächlich unsere Verantwortung wahrzunehmen und auch Allgemeinwohlziele, so wie wir sie vom Wähler bekommen haben, wie wir von ihm beauftragt worden sind, durchzusetzen? Oder tun wir so, als ob wir kleine Abnicker sind, die hier nicht die Stadt lenken wollen und leiten wollen, sondern der Verwaltung hinterherdackeln und das tun, was die für richtig hält? Ich bin eigentlich nicht dieser Auffassung, dass das unsere Politik sein sollte. Und deswegen ist es natürlich möglich und richtig, auch in diesem Fall dafür zu sorgen, dass das vorhandene Spielplatzdefizit, was dort auch nach Spielplatzkonzeption vorhanden ist, auszugleichen. Da wird dann immer wieder auf den Beuterpark und so weiter verwiesen. Ja, schön, wunderbar, trotzdem bleibt das ausgewiesene Defizit vorhanden. Und wenn die Eltern und die Anwohnerinnen und Anwohner, die dort wohnen, sich dort einen Spielplatz wünschen oder eine Spielgelegenheit, dann nehmen wir das einfach ernst. Und dass das so ist, können Sie beispielsweise an den vielen Voten, die Sie auch erreicht haben, als auch an der Entscheidung des Ortsbeirats Plauen erkennen, dass das so ist. So. Und jetzt ist was sehr Interessantes passiert. Diese vernünftige Politik ist torpediert worden von zwei Seiten. Einmal von der Seite des Kita-Eigenbetriebs. Die Frau Biebers war auch bei uns im Umweltausschuss und hat dann diese Mär erzählt von wegen der Genehmigungsfähigkeit mit dem Lärm. Das wurde hier auch schon öfters vorgetragen. So wie ich die Auskunft der Verwaltung verstanden habe, trifft es einfach nicht zu. Die Frau Biebers hat also jedenfalls nicht, dass es mir zur Kenntnis gekommen ist, eine entsprechende Nebenbestimmung vorgelegt, sondern es wurde einfach behauptet. Der eigentliche Grund ist der, der dann ja auch nachgeschoben wurde. Wir wollen nicht eine Kita vermeintlich besser behandeln als die anderen. Das ist der Punkt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, wir als Landeshauptstadt Dresden erkennen einen Bedarf, wir wissen, dass es gut ist, wir können es auch machen, aber wir geben den Leuten nicht diesen einen Vorteil, den sie dort an einem Ort erlangen können, weil dann könnten ja die anderen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich kleinkariert. Ich finde, wir sollten mit unseren Bürgerinnen und Bürgern vielleicht ein bisschen erwachsener umgehen, als irgendwie so, ah, du hast mir ein Bonbon gegeben, jetzt bin ich irgendwie neidisch oder so. Also ich finde das ein bisschen lächerlich. Und der zweite Punkt ist einfach der, dass, so wie es der Kollege Martin Schulte-Wissermann völlig zu Recht dargestellt hat, die Einigung, die vorhanden war mit dem Investor, in dem Moment vom Investor aufgekündigt wurde, als klar war, dass die SPD sich dem verweigern wird. Genau in der Situation hat der Investor sich wieder nicht an das erinnert, was er beispielsweise auch in der Mail an die Umweltbürgermeisterin schon einmal angegeben hatte. Und dann sind die alten Debatten wieder geführt worden, von wegen, es sei ja gar nicht möglich, dort einen Spielplatz zu machen und so weiter. Es gibt Stellungnahmen, dass es möglich ist, eine Konstruktion zu wählen, beispielsweise, dass der Eigentümer des Gesamtgrundstückes bleibt, aber über eine persönliche Dienstbarkeit einräumt, dass dort irgendwie Kinder in irgendwelcher Form oder Urban Gardening, wie vorgeschlagen worden ist, stattfinden kann. Das wäre alles möglich gewesen. Deswegen bleibt für mich das Fazit, wie es der Kollege Schulte-Wissermann auch zu Recht gesagt hat. Wir hätten hier mal die Gelegenheit gehabt, wirklich innovativ, gemeinsam mit Investoren, mit den Anliegern, mit der Kita, mit den Eltern, mit den politischen Akteuren, mal etwas Neues, Innovatives zu entwickeln. Aber nein, es haben sich hier die, ich sage es jetzt mal, Einzelinteressen des Kita-Eigenbetriebs, die Einzelinteressen der SPD, die meint, sie müsse sich hier jetzt besonders investorenfreundlich zeigen, und natürlich die geistige, intellektuelle Unbeweglichkeit der rechten Seite des Hauses wieder durchgesetzt. Meine Damen und Herren, ich hoffe wirklich, dass uns das bei der nächsten Gelegenheit, und solche Gelegenheiten werden noch öfters kommen, besser gelingt, als es uns hier gelungen ist. Ich appelliere trotzdem an Sie, dass Sie dem
Antrag, dem Änderungsantrag der Linken und der Grünen Fraktion zustimmen. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde als nächstes SPD-Fraktion. Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herren Stadträte, die vor mir gesprochen haben, ich habe gehofft, die letzte Sitzung vor der Sommerpause, wir führen noch mal eine sachliche Diskussion. Die Hoffnung ist frühzeitig enttäuscht worden. Ich möchte zu dieser, man kann ja schon fast sagen, vorwurfsvoll behafteten, erstaunlicherweise von allen Seiten vorwurfsvoll behafteten Debatte, die wir bisher erlebt haben, sagen, wir haben uns als SPD diese Entscheidung mit Sicherheit nicht leicht gemacht und hier sind in der Tat sehr viele falsche Sachen gerade gesagt worden. Ja, bei dem, worüber wir heute entscheiden müssen, geht es um eine Abwägung. Es geht um eine Abwägung zwischen Wohnen und auch preisgünstigen Wohnen, auch für Familien. Und es geht um eine Abwägung für die Kita. Das hat aber nicht sehr viel mit dem zu tun, was das ursprüngliche Anliegen des Stadtratsbeschlusses war, den wir heute aufheben sollen. Das ursprüngliche Anliegen dieses Stadtratsbeschlusses war sehr wohl richtig, Herr Dr. Reuter. Es war nämlich das Anliegen, in einem Beritt, in dem ein Spielplatzdefizit herrscht, einen öffentlichen Spielplatz herzustellen, und zwar einen geeignet großen öffentlichen Spielplatz. Die Verwaltung verschiedenster Geschäftsbereiche hat uns am Ende erklärt, dass das dort, so wie wir uns das vorgestellt hatten, nicht möglich ist. Ich habe schon angedeutet, wir haben uns die Entscheidung, wie wir uns als SPD-Fraktion heute hier verhalten werden, nicht leicht gemacht. Wir haben mehrfach, es gab 4 Ausschüsse, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Einer, der Bildungsausschuss, das ist, glaube ich, auch selbsterklärend, dass der sich in erster Linie auf die Seite einer Kita stellt, hat dem hier geschilderten, es wurde Kompromiss genannt, zugestimmt. Es gab Optionen, die der Investor angeboten hat. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Festlegung oder eine Einigung in dieser Hinsicht. Er hat Optionen angeboten und er hat eine Option angeboten, 15% mietpreisgebundene Wohnung zu bauen und er hat eine Option angeboten, einen Teil der Fläche für einen Spielplatz zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns für die erstere Option entschieden. Unter anderem auch deshalb, weil wir hier mit 4 Ämtern zu tun haben, von denen wir 4 verschiedene Meinungen gehört haben, die aber im Endeffekt immer alle darauf hinausliefen. Ein Spielplatz an dieser Stelle ist entweder nicht sinnvoll oder nicht machbar. Ich möchte aber auch noch mal sagen, was nicht richtig ist, dass dieser Kita, der Kita Kleiner Globus, die SPD-Fraktion im Übrigen von Beginn an sehr unterstützt hat. Das ist eine Kita, die meisten haben sich ja inzwischen auch ein Bild vor Ort gemacht, die ein wunderschönes, neu gebautes Gebäude hat und ja, die ein ausreichend großes Außengelände hat. Dieser Kita wird nichts weggenommen. Das Gelände, über das wir hier streiten, gehörte nie zu dieser Kita. Der Stadtratsbeschluss hatte nicht die Absicht, dieses Gelände der Kita zuzuschlagen, sondern, wie ich schon sagte, einen öffentlichen Spielplatz, den natürlich diese Kita und auch die benachbarten anderen beiden Kitas hätten nutzen können. Wenn uns 4 Ämter sagen, dass das so nicht funktioniert, werden wir weiterhin suchen nach einem geeigneten Grundstück für diesen Spielplatz, für den ausreichend großen Spielplatz. Herr Schulte-Wissermann hatte ja schon darauf hingewiesen, hier geht es um 250 Quadratmeter oder vielleicht auch nur 200 Quadratmeter. Das ist vielleicht auch nicht ausreichend. Wir werden diese Kita auch weiterhin unterstützen. Die Planungen des Investors gemeinsam mit der Stadtverwaltung waren ja auch weit fortgeschritten. Da ist das Interesse der Kita sehr stark berücksichtigt worden. Lichteinfall etc. pp. Hat er in seinen Planungen berücksichtigt. Und wenn sich noch weitere Notwendigkeiten darstellen sollten, dass an den Planungen noch irgendetwas angepasst werden muss, dann werden wir auch das unterstützen im Interesse dieser Kita. Und auch ein öffentlicher Spielplatz in einem benachbarten Grundstück, wo auch immer wir es finden werden, wird für diese Kita nutzbar sein und wird im Interesse dieser Kita sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben damit die Fraktionsrunde beendet. Ich habe jetzt Herrn Krien, Herrn Engelmeier, Herrn Wirz, Herrn Gilke und Herrn Blümel auf der Liste. Herr Krien ist nicht da. Das ist jetzt nicht schade. Herr Engelmeier. Ja, ich hatte auch die Hoffnung, dass es hier ein bisschen ruhiger vielleicht am Freitag zugeht, aber Herr Fischer, die Hoffnung haben Sie tatsächlich zerstört. Ich glaube, die Worte, die Sie verloren haben, dass Sie Stadträten das Denken absprechen, die sollten Sie sich nochmal
durch den Kopf gehen lassen. Und ich hoffe inständig, dass dabei ein anderes Ergebnis zutage tritt, als Sie in Ihrer Rede geäußert haben. Vielen Dank. Ein paar Worte zum Schallschutz. Es wurde von mehreren angesprochen, dass wir das durch sehr viele Ausschüsse beraten haben. Leider haben Sie scheinbar in keinem der Ausschüsse zugehört. Der Schallschutz war, und das war eine Stellungnahme, möglicherweise gefährdet, wenn dieses Grundstück vollkommen begrünt, ohne eine Schallschutzwand oder irgendetwas Vergleichbares wäre. Wenn wir dort also eine reine Wiese auf der ganzen Fläche machen. So, und jetzt haben Sie auch zugehört, was hier zum Vorschlag steht. Nicht eine ganze grüne Wiese ohne Schallschutzwand, sondern ein Kompromiss. Ein großes Gebäude, das den Schallschutz durchaus auch bietet und eine Teilfläche zur Nutzbarkeit durch Eltern, Kinder und einfach Bewohner in der Umgebung. Und wenn Sie diesen Kompromiss ablehnen, dann lehnen Sie doch den ab und reden Sie über den und reden Sie nicht über irgendetwas, das Sie sich gerade ausdenken. Jetzt ist es richtig, dass man auch sagen kann, okay, wir haben von dem Investor zwei Angebote, 15% Sozialbindung oder eben Nutzbarmachung durch die Umgebung für diese Fläche, dass man sich zwischen beiden entscheidet. Aber welche Entscheidung haben wir denn heute zu treffen? Heute steht zur Abstimmung ein Antrag, die Fläche nutzbar zu machen oder sie einfach zu verkaufen. Ich sehe keinen Ersetzungsantrag für eine 15% Sozialbindung. Den sollte es dann aber geben. Oder Sie beschließen halt einfach so den Verkauf, da wurden ja schon ein paar Worte gesagt, da entscheidet dann tatsächlich sozusagen einfach das Geld für die Stadtkasse. Und das ist es eben nicht, was wir unter einem Interessensausgleich verstehen. Und es ist ein Interessensausgleich zwischen dem Investor und den Eltern, mit dem beide zwischendurch ihr Einverständnis, zumindest vorbehaltlich etc., als Möglichkeit zu erkennen gegeben haben. Und nein, wir schlagen jetzt beide Möglichkeiten aus. Das wäre, glaube ich, von allen drei Möglichkeiten wahrlich die schlechteste. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Wertz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, ich will nochmal zurückkommen auf die Frage der Servilität vor Investoren, vor Kapitalanlegern oder Bodenspekulanten. Derjenige, der hier ein Interesse an einem Grundstück hatte, ist an seiner Situation nachhaltig selbst schuld. Er hat bereits im Februar 2013 sich auf eine Ausschreibung hin beworben, hat ein Angebot gemacht und hat anschließend sozusagen spekuliert. Er hat nämlich eine Bauvoranfrage gemacht und ein Jahr lang mit einer absoluten Maximierung der Bebauung zugebracht und das Grundstück so mit Nutzfläche und Etagen vollgefrachtet, wie es gar nicht mehr anders geht. Dass er dann im Prinzip von einer Kommunalwahl überrascht worden ist, steht in jeder Unternehmensbilanz unter den politischen Risiken drin, dass sich Gesetzgebungen, dass sich Beschlüsse ändern können. Das ist ihm passiert. Insofern hält sich dort mein Mitleid ganz, ganz stark in Grenzen. Das nächste, Herr Fischer, wenn Sie Ihre Rede beginnen und hier gleich unterstellen, zu schwindeln, Sie als im Prinzip Dauerschweiger in den Ausschüssen, da man hier dann so in die große Form aufläuft, Ihnen kann das niemand unterstellen, weil Schwindeln ist das Sagen von etwas Falschen wider besseren Wissens. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass eine Kita eine Nutzungserlaubnis bekommt, eine Betriebserlaubnis, wenn der Lärmschutz nur gewährleistet ist, wenn irgendwann mal vielleicht auf dem Nachbargrundstück ein Haus gebaut werden könnte. Denn wenn die Stadt das Grundstück verkauft an denjenigen, der es haben möchte, er hat Baurecht, aber hat keine Baupflicht. Es ist ihm überhaupt nicht benommen, das Grundstück weiter zu veräußern, mit seinem Bauantrag zu warten, mit seinem Bauantrag zu scheitern, weil seine Finanzierung nicht steht, weil er sich anders überlegt, weil er bankrott geht. Also wer eine Betriebserlaubnis für eine Kita daran festmacht, das funktioniert überhaupt nicht. Und es ist auch vollkommen absurd, wenn hier unterstellt wird, dass die Betriebserlaubnis erlöschen könnte, bloß weil der Lärmschutz nicht eingehalten ist. Dann würde es maximal die Auflage geben, dort eine Lärmschutzwand zu errichten, weil niemand eine Kita schließt, die mehrere Millionen Euro wert ist, bloß weil eine Lärmschutzwand für ein paar tausend Euro fehlt. Das ist also vollkommener Quatsch. Was im Prinzip auch von Herrn Reuter gesagt worden ist,
über die Chaosmehrheit, wie er es genannt hat. Was ich viel interessanter fand, war die Selbstoffenbarung. Für die Investoren immer alles und für die Kinder und die Kitas nur das Mindeste. Das sollten wir uns merken. Das ist das Leitspruch der CDU und das sollten wir nochmal auch ganz dick unterstreichen und uns merken. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen was klarstellen möchte ich jetzt hier. Es ist mit Sicherheit nicht kleinkariert, wenn man verantwortungsbewusst handelt. Wir haben hier die Situation, dass wir hier einen Schallschutz haben, der zu beachten ist. Und Herr Wirtz, die Betriebserlaubnis gibt nicht die Stadt in dem Sinne, das heißt also, das liegt auch nicht in unserer Hand. Und noch etwas, Herr Wirtz, die Gesundheit der Kinder ist uns, glaube ich, wichtiger, also zumindest uns von der AfD können wir sagen, uns ist die Gesundheit wohl erheblich wichtiger. Und auch mit dem Investor, der Investor ist selbst schuld. Wenn man mit Investoren so umgeht, braucht man sich nicht wundern, wenn danach auch keiner mehr kommt. Und das wäre für die Stadt fatal. Auch darüber sollten Sie mal nachdenken. Und nochmal zum Kleinkariert, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen hier eine Einzelfallentscheidung, dann könnten wir das sicherlich tun. Aber was passiert? Es kommen andere in anderen Ebenen, die wollen auch eine Einzelentscheidung. Und wenn wir das nicht tun, werden wir wieder kleinkariert genannt. Das funktioniert so nicht. Ein ordentliches System funktioniert, indem es klare Regeln gibt. Es gibt einen klaren Weg und dieser kann beschritten werden und wird bestritten. So einfach ist das. Und das ist nicht kleinkariert, das nennt man verantwortungsbewusst. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Sittel, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir einfach nochmal die Mühe gemacht und in der Vorlage gelesen, was in der Begründung zur Vorlage steht. Die Vorlage kommt aus dem Geschäftsbereich 5, das ist der Geschäftsbereich Umwelt. Da sitzt die entsprechende Bürgermeisterin, Frau Jeniken. Und die Begründung dieser Vorlage lautet, der Beschlusspunkt zur Fläche an der Uhlandstraße ist in der vorliegenden Formulierung nicht umsetzbar. Das ist ein Fehler von uns auch gewesen. Wir als SPD geben zu, es war ein Fehler. Herr Dr. Reuter, von Ihnen und Ihrer Fraktion habe ich selten gehört, dass Sie zugeben, dass Sie Fehler gemacht haben. Sie haben hier in den letzten 20 Jahren fehlerfrei regiert. Die Folgen dieser Haltung erleben Sie heute eben als Blockbildung. Und Sie sollten vielleicht darüber nachdenken, ob solche Werbeblöcke ideologischer Art hier angebracht sind oder ob man zu so einer Sache nicht einfach mal wirklich sachlich reden kann. Es heißt weiter in der Begründung, als der Planungsprozess für die Kita an der Uhlandstraße 2012 begann, wurde der Standort durch das Stadtplanungsamt als besonders sensibel bewertet und entlang der Reichenbachstraße eine Bebauung gefordert. Daraufhin wurden der Baukörper der Kita und die Außenspielfläche so angeordnet, wie sie sich heute darstellen. Eine Nutzung der gesamten Flurstücke hätte zu einem Überschreiten der Grenzwerte für Schallemissionen von der Reichenbachstraße geführt und eine Schallschutzwand erfordert. In der Folge wurden die Flurstücke neu vermessen, Teilflächen herausgelöst und zum Verkauf ausgeschrieben. Das Grundstück wird 2012/25 wird als Buchwert beim Eigenbetrieb Kita geführt. Der Verkaufserlös ist zur Finanzierung von Baumaßnahmen fest eingeplant. Mit dem Stadtratsbeschluss zur zweiten Fortschreibung der Spielplatzentwicklungskonzeption wurden die Verkaufsverhandlungen, die sich bereits kurz vor dem Abschluss befanden, gestoppt. So, dann kommt eine Aussage zu dem, was dann beauftragt wurde, nämlich die Möglichkeit von der zu verkaufenden Fläche einen 10 Meter breiten Streifen abzutrennen und als öffentlichen Spielplatz zu nutzen, ist insofern nicht gegeben, da der schmale Spielplatz nicht funktionsfähig wäre und die Einschränkungen in der Bebauung den Verkauf erschweren oder eventuell verhindern würden und so weiter und so weiter. Und dann kommt eben die Aussage, wir müssten uns entscheiden, was wir tun. Und dann kommt für mich und für uns der entscheidende Satz, am betreffenden Standort ist zwar ein Spielplatzdefizit im Konzept erkennbar, allerdings ist dieser nur gering und nicht in der höchsten Priorität. Durch die Neuausstattung des Spielplatzes im Beutlerpark ist diese Fläche wesentlich attraktiver und für mehr Kinder nutzbar geworden, sodass das Erfordernis eines weiteren Spielplatzes an diesem Standort nicht gesehen wird, sagt die Verwaltung.
Das ist also keine Erfindung der SPD-Fraktion, sondern das sagt die Dresdner Stadtverwaltung. Und der letzte und entscheidende Satz für uns war, die Verwaltung befürwortet mehrheitlich einen Verkauf der Fläche. Variante 2a wird deshalb als Vorzugsvariante empfohlen. Dem haben wir uns angeschlossen und deswegen bitte ich auch jeden, diese Entscheidung als eine Sachentscheidung zu respektieren. Man kann, glaube ich, seine Verschwörungstheorien und Aluhüte zu Hause einmotten, weil hier hat es am Ende tatsächlich eine sachliche Abwägung in der Fraktion gegeben, die so ausgefallen ist, wie wir das heute hier machen werden. Und deswegen, glaube ich, können wir guten Gewissens sagen, dass wir vernünftig, verantwortlich gehandelt haben und dass das auch die Leitschnur unseres Handelns bei weiteren Entscheidungen dieser Qualität und Dinge zu tun sein wird. Und ich empfehle uns allen, dass wir gemeinsam etwas verbal abrüsten, weil es, glaube ich, außerhalb keinen interessiert, warum, weshalb, wieso jeder Einzelne den anderen vielleicht nicht so sympathisch findet, sondern von Interesse ist, ob die Entscheidungen, die wir treffen, am Ende zu Ergebnissen führen, die dieser Stadt nutzen oder nicht nutzen. Und wir sind der Überzeugung, dass es in der Entscheidung, wie wir sie treffen, einen großen Nutzen für die Stadt geben wird. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Rede von Herrn Würz habe ich mich doch bemüßigt gefühlt, hier nochmal ans Pult zu treten. Denn so wie es Herr Würz hier dargestellt hat, kann man es aus meiner Sicht nicht stehen lassen. Es war unsäglich, Herr Würz, was Sie hier von sich gegeben haben. Und ja, unsäglich. Wenn Sie hier sozusagen Investoreninteressen gegen Kinder- und Elterninteressen ausspielen, dann ist es wirklich ein Niveau, worauf sich dieser Stadtrat nicht hinabbegeben sollte. Das muss ich mal echt sagen. Und so wie ich es verfolgt habe, da gebe ich jetzt zu, es ist nicht mein Kernthema, diese Thematik, ne? Aber bei diesem Punkt haben sich so viele Stadträte mit dem Thema beschäftigt. Sie haben sich dort die Klinke quasi in die Hand gegeben an dieser Stelle. Und wir haben sicherlich sehr intensiv abgewogen, die einzelnen Interessen, die dort eine Rolle spielen. Lärmschutz, Platz für die Kita und natürlich auch das Interesse des Investors, der dort bauen will, der dort übrigens Wohnungen bauen will, was Rot-Rot-Grün ja hier immer postuliert, was wir dringend brauchen. Und wo wir auch der Meinung sind, dass das Angebot, was von diesem Investor dort gemacht wird, was sich hervorragend einfügt in das Umfeld, was dort schon sehr hochwertig gestaltet wurde, das erfüllt alle Voraussetzungen, die wir dort vorfinden. Er schafft Wohnungen hochwertiger Art, er stellt den Lärmschutz für die vorhandene Kita dar und die entsprechenden Freiflächen, die finden sich dann sowohl im Freiraum für die Kita, der jetzt schon vorhanden ist, der nicht beschnitten wird, und dann im nicht weit entfernten Beutlerpark. Deshalb sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir diese Investition zulassen sollten. Das ist unsere Meinung und dazu stehen wir. Wir wollen hier eben auch die Interessen der Investoren in dieser Stadt, die hier entsprechend Geld in die Hand nehmen wollen, um die Stadt weiterzuentwickeln, genauso wichten wie alles andere, was hier auch wichtig ist. Und das ist ein hervorragender Kompromiss. Deswegen stimmen wir hier entsprechend für den Verkauf dieser Fläche. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Engemeier. Ja, ich würde nur geschäftsordnend beantragen, dass wir kurz vor der Abstimmung nochmal eine Auszeit von 2-3 Minuten bekommen. Das wäre dann genau jetzt der Zeitpunkt, denn ich habe niemanden auf der Rednerliste. Machen wir 2-3 Minuten Auszeit. Thank you.
Würden wir diese 2-3 Minuten, die wahrscheinlich keine Alternative, sondern einen multiplizierenden Zusammenhang hatten, wobei ich nicht genau weiß, möglicherweise auch exponentiell gemeint, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich weitermachen. Möchte jemand zur Sachdebatte noch etwas sagen? Sonst treten wir Herr Avenares. Das Antrag wäre jetzt auch gut, weil bevor wir abstimmen, machen wir die Anträge. Okay. Kann ich? Oh. Bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, erst einmal danke für die Geduld. Wenn hier gesagt wird, es dauert nur 5 Minuten, dann kann man es wirklich immer mal 3 nehmen. Es ist immer so eine Sache, wenn man sich kurzfristig für was entscheiden muss und wenn die Entscheidungen einem noch schwer gemacht werden dadurch, dass die Debatten so verlaufen sind, dass man eigentlich an sich erstmal überhaupt keine Lust mehr hat, noch über was zu verhandeln. Aber wenn man dann wieder tief durchgeatmet hat, dann kommt man oft zu der Einsicht, dass es doch oft sinnvolle Gedanken sind, die in solchen Pausen entwickelt werden. Und wir halten es für einen sinnvollen Gedanken, die Beschlussfassung in der Form des oder den Beschluss des federführenden Ausschusses durch die Formulierung zu ergänzen. Dabei ist mit dem Investor eine Sozialbindung von mindestens 15% KDU-fähiger Wohnfläche vertraglich auszuhandeln. War es langsam genug? Vielen Dank. Das wäre eine Ergänzung zum Punkt 2a, wie er da im federführenden Bericht ist. Steht also damit weiterhin im Konkurrenzverhältnis zum Änderungsantrag, der als Änderungsantrag insofern ein weitergehender Antrag wäre. Insofern würde ich zunächst den interfraktionalen Änderungsantrag Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen abstimmen und dann den Änderungsantrag der SPD Fraktion. Dann steigen wir dergestalt in das Abstimmungsverfahren ein. Ich rufe den interfraktionalen Änderungsantrag Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen auf und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem Änderungsantrag zustimmen. Zählung.
Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 26 Ja-Stimmen bei 31 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit zum Änderungsantrag SPD-Fraktion, der den federführenden Ausschussbericht ändern soll. Ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem SPD-Antrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 56 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen so bestätigt. Wir kommen damit zum so geänderten federführenden Ausschussbericht und ich bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist so bei 38 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen so bestätigt. Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 6.